Schöner Fisch, richtig schöne Farbe. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Frost Family Farm. Man muss ja eigentlich schon sagen, zu einer kleinen Spezialfolge, denn wie gewünscht, wir hatten ja gefragt, ob ihr da gerne ein paar mehr Infos drüber erfahren wollt, übers Eisangeln. Und ja, ihr habt es euch auf jeden Fall in so großer Anzahl gewünscht, dass ich dann doch direkt ein paar Tage später nochmal runtergegangen bin und mich ans kalte Wasser gewagt habe, um für euch so ein paar Infos zusammenzutragen. Ich hoffe, das Ganze ist nicht zu trocken. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Zuschauen. Wir sind jetzt hier im oberen Schuppen bei uns auf dem Grundstück und zu einem großen Teil bewahre ich hier meine Angelsachen auf. Das heißt daher, egal ob ich jetzt im Sommer oder halt im Winter angeln gehe, kann ich einfach hierher, habe meine Angeln sortiert, die stehen in so einem Ständer drin und alles andere, was ich brauche, eben auch. Fürs Eisangeln packe ich jetzt einfach ein paar Sachen ein. Es gibt spezielle Angeln fürs Eisangeln. Ich benutze allerdings sogenannte schwedische Pimpel. Die sehen so aus, ganz klein. Die Eisfischangel an sich, da kann man seine normalen Kurbeln halt ransetzen. Was man halt von der normalen Angel eben auch kennt, nur dass die sehr viel kürzer ist, weil man ja nah am Loch sitzt und nicht wie sonst immer, wenn die Angel sehr lang ist, weit auswerfen muss oder so, sondern man hat wirklich nur einen ganz kleinen Spielraum. Bei den Eisangeln ist es so, dass die halt sehr, sehr fein auch sind. Also das bedeutet, dass man jede Bewegung merkt, die unter Wasser eben passiert. Also wenn der Fisch am Köder ein bisschen knabbert oder am Haken ist, man merkt das wirklich sofort. Vor allem, weil die Schnur auch ein bisschen unter Spannung ist. Und bei den richtigen Eisangeln, also bei den Pimpel sind ja auch richtige Eisangeln, die schwedischen Pimpel. Aber bei diesen herkömmlichen Eisangeln, die man vielleicht schon mal gesehen hat, da biegt sich dann der vordere Teil der Angel halt sehr stark durch und man merkt halt wirklich, die sind sehr fein eingestellt, also man merkt jeden Biss, jede Bewegung, die eben an der Angel passiert. Sehr schönes, ideales Wetter heute zum Eisangeln. Die Sonne scheint, ihr seht es bestimmt ein bisschen, aber meine Augen sind noch nicht ganz so an die Sonne wieder gewöhnt. Ich habe jetzt relativ viel mit, das muss man alles immer gar nicht so mithaben, zum Eisangeln. Allerdings nehme ich gerne, wenn ich mit dem Spark fahre, Wechselsachen mit, einfach weil die Strecke halt auch ein bisschen anstrengend teilweise sein kann und man will jetzt nicht ein paar Stunden auf dem Eis stehen bei minus 15 Grad und unter der Jacke so ein bisschen langsam die Nässe merken. Deswegen wechsle ich da immer gerne zumindest den Pulli oder irgendwie so. Ich habe jetzt
zwei Hosen an, also eine lange Unterhose, zwei Hosen an, also eine dünne Schneehose und so eine richtige Skihose, drei Paar Socken, wasserfeste Schuhe und an den Schuhen halt eben auch diese Spikes, damit man nicht wegrutscht. Unter der Jacke, die echt super ist, also die kann ich nur empfehlen. Ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber ich kann euch die wirklich empfehlen. Ich kann euch gerne sagen, wenn ihr die Fragen habt, woher wir die haben, kann ich euch das gerne in die Kommentare schreiben. Habe ich jetzt noch, was habe ich, ein langes Oberteil, T-Shirt, zwei Pullis an. Oder halt so eine Fleece-Strickjacke, Pulli, sowas halt einfach. Damit ist man auf jeden Fall gesichert, dass man ein paar Stunden auf dem Eis bleiben kann, ohne dass einem richtig kalt wird, weil dann macht das Angeln wirklich keinen Spaß. Handschuhe für die Fahrt nehme ich auch immer, unsere oder meine schönen Fäustlinge, die halten echt super warm. Ich mag das auch, dass die hier so eine Halterung haben. Dann kann ich die auch einfach abziehen, ohne dass ich die mal weglegen muss. Hinter mir befindet sich jetzt der letzte Hügel, den ich runter muss, um dann auf der linken Seite direkt eine kleine Kapelle zu haben. Bei der Kapelle ist es so, dass die im Winter, da finden keine Gottesdienste statt. Das heißt, es kann sein, dass der Weg nicht gemacht ist. Hier in der Nähe ist allerdings, lebt die Bekannte von Kimberly und uns, die Hundeschlittenfahrten anbietet, also auch Huskyfahrten macht. Und ich weiß, oder ich habe gesehen, dass sie immer an der Kapelle runterfährt, hatte ich bei Instagram gesehen. Kimberly hatte, glaube ich, letztens auch, wer uns bei Instagram folgt, hat es schon mitbekommen. Kimberly hatte da auch gepostet, die musste letztens sich mal um die Hunde kümmern. Also ich fahre da jetzt runter, genau. Und ich habe gesehen, dass sie eben da diese Strecke nutzt, um runter aufs Wasser zu kommen, um da eben mit den Hunden lang zu fahren. Das heißt, ich hoffe, dass jetzt da frei ist, dass ich da einfach mit dem Spark rein kann. Drückt die Daumen, ansonsten weiß ich noch einen anderen Spot. Wir haben Glück gehabt. Der Weg ist gemacht. Hinter mir seht ihr das ein bisschen. Ich bin jetzt auf dem See oder am Rand vom See, also ich konnte wirklich super bis runterfahren, habe dann den Spark noch ein paar Meter durch den tiefen Schnee geschleppt. Es ist sehr, sehr, sehr neblig, also ich kann vielleicht, wie mal down, 50 Meter auf den See gucken. Die Sonne scheint durch, also ihr seht es bestimmt auch. Es ist echt richtig, richtig schönes Wetter. Im Winter war ich jetzt hier noch nicht, das heißt für mich ganz wichtig, ich habe diese Eispiker um den Hals dabei, vor allem um den Hals, weil wenn man einbricht, dann greift man eigentlich nicht nochmal in die Tasche, sondern hat die halt wirklich hier oben und damit kann man, die sind festgemacht, damit kann man dann quasi sich am Eis abwechselnd hochziehen. Gibt auch nochmal eine kleine Notpfeife. Zum Glück habe ich auch so eine markante Jacke an, wenn irgendwas passiert, dass man mich halt auch schnell sieht.
So, dann gucken wir mal. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht ins Loch trete. Also bei dem Loch ist es jetzt so, wir haben oben ungefähr 15 cm so ein slushiges Eis, so ein mit Wasser gefüllt, relativ schwer, brüchig, sehr schlechtes Eis, und darunter erkennt man ganz gut um die 20 cm mindestens durchsichtiges Eis, also klares Eis, was wirklich stabil ist, was mich hier auch ohne Probleme halten kann. Zu der Schöpfkelle, die ich hier habe, die ist halt ideal mit den Löchern, um eben das Eis, was beim Aufbohren nach oben so ein bisschen gedrückt wird und kaputt gemacht wird, aus dem Loch zu schöpfen, damit es halt nicht die ganze Zeit beim Fischen stört. Und hier haben wir jetzt auch ein bisschen voll noch den Eisbohrer. Der hat halt unten zwei so eine, ja, ich sag mal Kufen, relativ scharf, die drehen sich in das Eis hinein. Man sieht es ja wie halt so einen Bohrer, und den kann man zusammenklappen und fest montieren, dass man der sich halt gut bewegt. Den bedient man mit beiden Händen. Es gibt unterschiedliche Größen. Ich habe jetzt hier eben eine Größe, die super für Hecht oder eben auch für Forelle ist. Bei dem See hier findet man nur Forellen und Saiblinge. Also es gibt keinen anderen Fisch hier in dem See. Was super ist, weil uns schmeckt Forelle einwandfrei, also schmeckt wirklich super. Dementsprechend ist das Angeln auf dem See oder das Eisangeln bei dem See eigentlich relativ gleich immer. Es gibt sehr, sehr viele Arten, wie man Eis angelt, mit welchen Ködern man arbeitet, wie man die Fische anlockt, ob man die nur mit einem visuellen Spoon, also mit so einem, zeige ich euch gleich, an der Angel befestigt, mit so einem kleinen Gegenstand, oder eben mit einem Gegenstand, also mit einem Köder, der auch noch Lärm macht, der so ein bisschen rasselt. Gibt es ganz viele unterschiedliche Arten. Hier bei uns angelt man hauptsächlich so, dass wir kleine Maden, also kleine Maggots nennen die sich, haben. Die kauft man bei uns im IKA, also im normalen Einkaufsladen, oder im Bückern, also im Bauhaus. Und die lässt man bis zum kurz vor den Grund runterwandern und jiggt dann immer so ein bisschen mit der Angel, dass die Fische halt aufmerksam werden, hey, da ist ja was. Die Forellen sind jetzt alle relativ tief, bewegen sich nicht so viel und ernähren sich hauptsächlich von so Kleinigkeiten, die sie eben unten, also am Grund finden oder auf der untersten Fläche, und kommen nicht mehr wirklich nach oben. Deswegen muss man bis runter zum Grund eben angeln. Und das funktioniert relativ gut hier. Wir haben einen echt super Bestand. Mal hat man mehr Glück, mal hat man weniger Glück. Sehr schön. Mehrere Sachen sind gerade passiert. Beim Aufbauen habe ich gemerkt, ich habe die Köder vergessen. Also musste ich nochmal komplett zurück. Ich hatte sie im Spark, hatte sie aber nicht in die Angeltasche gemacht. Also immer die Ausrüstung checken, bevor ihr aufs Eis geht. Sollte man sich selber auch dran halten. Wird mir wahrscheinlich nicht nochmal passieren. In der Maggot-Tasche war auch der Kaffee, auch super wichtig. Um euch auch mal zu zeigen, ganz kurz, was ich meinte mit diesem Visuellen, dass die Fische wissen, da ist was. Dafür ist hier jetzt dieser Spoon dran. Ja, der dreht sich unter Wasser und gibt quasi so ein Signal, so ein Zeichen an die Fische, hey, da ist was. Und darunter ist dann der Haken befestigt, einfach mit einem ganz kleinen Stück Gewicht noch dran, damit der eben auch immer unten bleibt. Vor allem, wenn es nach unten geht, dass der Haken auch immer unter dem Spoon bleibt, der hat auch ein bisschen Gewicht. Und wenn man den nämlich runtersetzt, dass es nicht der Spoon anfängt, so sich runterzuziehen, also tiefer ist als der Haken und sich das dann eben verhakt. Das wäre ganz schön ärgerlich. Aufpassen, wobei hier lang treten.
So, beim Eisangeln empfiehlt es sich auch, die Maggots in der Tasche zu behalten, damit die nicht erfrieren oder es nicht zu kalt ist für die. Okay, ich habe jetzt rote und weiße. Die haben ein spitzes Ende immer und ein flaches Ende mit so zwei Punkten. Und ich ziehe die jetzt auf den Haken und dann kommen die ins Wasser. So, die sind jetzt hier drauf. Auf dem Haken. Die Maggots befestigt man am besten so, dass man den Haken quasi durch das obere Drittel und wieder an der flachen Stelle wieder austreten lässt. So halten die wirklich am besten und gehen nicht kaputt. Dann wollen wir mal gucken, ob wir was fangen. Haben wir schon einen gefangen, ganz klein, der kommt natürlich wieder zurück. Jetzt versuche ich das mal so aufzunehmen. Jetzt haben wir hier einen richtig schönen Saibling rausgezogen. Schöne Größe. Schöner Fisch, richtig schöne Farbe. Jetzt könnte man noch ein zweites Loch hier vorne irgendwie machen. Oder noch ein drittes und die anderen Angeln noch einsetzen. Aber ich weiß nicht, manchmal für mich ist das so ein bisschen, ist jetzt kein Stress, aber man guckt dann auch immer nach dem anderen, muss da halt immer ein bisschen beobachten. Man kann natürlich auch kleine so eine Glöckchen dran machen, dass man eben hört, wenn wie so ein Bissanzeiger, wenn was dran ist. Aber die habe ich nicht und ich weiß nicht. Ich genieße es auch manchmal einfach nur hier zu sitzen und man merkt ja, wenn ein Fisch beißt und die Umgebung so ein bisschen zu beobachten und da nicht so viel Stress quasi zu haben, indem man dann noch ein zweites und eine dritte Angel beobachtet oder hinrennen muss, wenn was gebissen hat und so. Dann ist natürlich das, man hat halt klar dann weniger Chance, einen Fisch zu fangen, weil man nur mit einer Angel eben angelt, aber ja, ich genieße das auch irgendwie so ein bisschen. Die Stelle hier scheint auch relativ gut zu sein. Also ich merke sehr viel Bewegung immer unten am Köder.
Ich werde jetzt noch ein paar Mal die Angel reinschmeißen. Vielleicht noch so 2 Stündchen oder so bleiben und mich dann langsam auf den Weg machen. Die Füße werden langsam auch kalt durch dieses nasse Slush-Schnee-Eis-Gemisch eben, wo man die ganze Zeit drin steht. Ich freue mich natürlich sehr, wenn die Zeit so Richtung März, April, ja, so Mitte März bis Ende März, wenn der See noch komplett zugefroren ist, das Wetter aber schon sehr schön ist, also man auch immer so mal um die 0 Grad, 2 Grad, 3 Grad, 4 Grad und Sonnenschein hat, dann kann man wunderbar auf dem See hier sitzen, ein bisschen Eis angeln, ein bisschen jiggen und die Sonne genießen. Also auf die Zeit freue ich mich auf jeden Fall schon ganz besonders. Ja, zum Eisangeln sonst gibt es eigentlich gar nicht mehr so viel zu erzählen. Ich werde bestimmt gleich auch noch mal ein bisschen was übers Angeln in Schweden generell sagen. Das kommt dann aus dem Off, also bleibt ruhig noch ein bisschen dran, wenn euch das interessiert. Und dann könnt ihr noch ein bisschen die Landschaft schauen und mich beim Eisfischen beobachten. So, wie versprochen, ein paar kleine Infos nochmal zum Angeln in Schweden. Vor allem die rechtlichen Sachen. Also in Schweden ist es so, dass man keinen Angelschein braucht. Also nicht so wie in Deutschland, wo man eben so eine Ausbildung zum Angler machen muss, also so einen Schein machen muss, den man mittlerweile ja auch online machen kann. Sondern man kann einfach nach Schweden fahren und kann theoretisch auch an den 5 größten Seen, die es in Schweden gibt, völlig kostenfrei angeln. Wenn ihr genau wissen wollt, welche das sind, geht einfach, also Empfehlung von mir, auf die Seite visitsweden.de und geht da einfach auf die Seite mit dem Angeln, da findet ihr alle wichtigen Infos. Wenn ihr jetzt aber irgendwo eben in Schweden rumfahrt und da gerne an einem See seid, wo ihr angeln wollt, gibt es 2 Möglichkeiten, sich so eine Angelkarte zu kaufen. Einmal über die App iFiske, da geschrieben iPiske mit K. Da müsst ihr eben schauen, ob der Verein, dem eben dieses Gewässer gehört, auch mit dieser App zusammenarbeitet. Falls ja, könnt ihr da dann ganz einfach per PayPal oder so euch so eine Angelkarte kaufen. Das habe ich früher eigentlich auch immer so gemacht. Und dann gibt es auch die Option, sich das Ganze als SMS schicken zu lassen, also damit ihr das auch gleich auf dem Handy habt, wenn ihr dann kontrolliert werdet. Falls es nicht diese iFiske gibt, stehen eigentlich an jedem Gewässer irgendwo immer Schilder rum, wer für dieses Gewässer eben zuständig ist. Oder ihr fragt im nächsten Touristinfo oder nächsten Shop halt einfach nach. Meistens verkaufen die eben auch diese Karten und dann habt ihr alles, um da eigentlich loszulegen und zu angeln. Schweden ist auch wirklich ein absolutes Angelparadies. Also es gibt sehr, sehr viele Fischarten, ich glaube 40 Stück, 40 unterschiedliche und am meisten findet man eigentlich so Barsch, Zander, Hecht, Forelle in den Bächen und sowas alles. Wir haben halt Glück, wir sind so weit nördlich, dass es eben bei uns an dem See nur Forelle eigentlich gibt und Saibling, also vor allem eben so eine sogenannten Edelfische, die auch wirklich super schmecken. Und ja, deswegen macht uns das Angeln da auch Spaß. Wobei ich mittlerweile sagen muss, dass ich auch mal gerne wieder so einen Hecht angeln würde oder so, weil ja, jeder, der angelt, der weiß, da macht es ordentlich Spaß, wenn da so ein großer 1,10 Meter Hecht an der Angel hängt und dann dir einen guten Fight liefert. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das war auf jeden Fall super voll mit Informationen und deswegen auch ein bisschen länger. Ich hoffe nicht zu trocken. Wir haben es extra in Kategorien aufgeteilt, dass man eben auch ein bisschen was überspringen kann. Und ja, für alle wünsche ich euch auf jeden Fall noch ein richtig schönes Wochenende und einen wunderschönen Abend und dann bis ganz bestimmt bald.